Alter, Bro. Wie häufig wurde schon die Thematik in Songs bearbeitet? Ich war die ganze Nacht wach, deine Eltern waren gegen mich. Sie wollten den Typen mit Geld, aber wir haben uns gegen deine Eltern durchgesetzt, Nächte ohne Schlaf. Ab geht's nach Los Angeles, wir haben unsere beste Zeit, auch wenn die Leute uns nicht zusammen sehen mögen. Alter, halt's Maul, sei einfach ein stabiler Typ, so dann mag man dich auch. Hat halt keiner Bock auf einen Drogenjunkie. Ich habe keine Ahnung, wer es gesungen hat, das war jetzt nicht auf den Sänger bezogen, das war auf die allgemeine Thematik bezogen, so, ne? So, sei halt einfach kein Bastard, so. Dann mag man dich auch. Das ist dann halt einfach, dass sich klein die Lara diesen Song anhört und sich denkt, ja, ich will mit Erik aus der Schule zusammen sein, weil er einfach so ein Bad Boy ist und meine Eltern sagen, der ist nicht gut für mich, aber ich weiß, wie es ist und STP fasst meine Gefühle in diesem Song voll zusammen. Den muss ich jetzt 1000 Mal auf Spotify pumpen. Nur um dann 2 Wochen später, oh Mann, der mich verliebt hat, der Bad Boy aus der Klasse ist voll das Arschloch, Mann. Der ist mir fremdgegangen und der nimmt mich gar nicht ernst. Jetzt muss ich erstmal den Liebeskummer-Song von STP pumpen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man Ü18 solche Songs fühlen kann. Weißt du, so jugendlicher Leichtsinn, ey, go for it, ne? Oh, wir alle waren jugendlich. Kann man denen nicht vorwerfen. Aber wie kann man denn sowas Ü18 fühlen?